Hallo, wir sind hier auf dem Microservice Summit und API Summit in München. Neben mir sitzt Manuel Rauber und Sven Kelpin. Vielleicht könnt ihr euch noch ganz kurz vorstellen. Ja, hallo Mirko. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Manuel Rauber. Ich bin Software Consultant bei der Thinktecture AG und ich freue mich, hier zu sein und zusammen mit Sven nachher oder morgen über Node.js reden zu dürfen. Ja, hi, ich bin Sven. Ich komme von der Open Knowledge GmbH aus Oldenburg, Software- und Beratungsfirma im Bereich Java. Und auch JavaScript, das ist dann mein Steckenpferd. Und ich freue mich auch ganz besonders, mit Manuel hier den Workshop machen zu dürfen. Ja, morgen haltet ihr den Workshop Moderne Web-APIs mit Node.js. Dazu meine Fragen, was sind denn die Besonderheiten bei der Entwicklung von APIs mit Node.js? Ich würde mal sagen, die größte Besonderheit, die wir wahrscheinlich haben, gerade im Vergleich zu den anderen zwei, die morgen noch halten, wir haben nur einen Thread zur Verfügung. Das heißt, wir müssen vornherein natürlich ein bisschen Gedanken machen, was wir mit unserer API natürlich anstellen wollen. Nichtsdestotrotz können wir fast alles damit natürlich erledigen. Und wir haben mit Node bei der Besonderheit, die Realtime-Sachen sehr gut abzufackeln, dass Node sehr schnell auf Requests reagieren kann und diese weiter delegiert. Das sind so die Besonderheiten, die wir bei Node eigentlich in der Regel haben und dafür ist es auch geschaffen, sage ich mal. Und welche Tools unterstützen die Entwicklung von APIs mit Node.js? Also das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man richtig große Anwendungen irgendwann anfängt zu schreiben, ist, dass man sich bewusst macht, dass JavaScript keine Typings hat. Und ich habe schon in vielen Projekten gesehen, dass dann die Projekte langsam oder sicher unwartbar wurden, den Bach runtergehen. Da gibt es aber mittlerweile sehr coole Tools, zum Beispiel TypeScript oder Flow, mit denen man Typings in JavaScript einbinden kann. Speziell für API haben wir auch morgen viel im Einsatz, gibt es Postman als cooles Tool. Hast du noch sonst ein cooles Ding hinzuzufügen? Nö. Nee. Genau, das sind so die hauptsächlichen Tools, mit denen man eben Node.js cool entwickeln kann. Mhm. Morgen teilt sich das ja auf in Java, APIs mit Java, APIs mit .NET, APIs mit Node.js. Warum oder welche Bedeutung haben denn die Programmiersprachen überhaupt jetzt noch bei der Entwicklung von APIs? Ich glaube, dass sie so zukünftig keine und alle Bedeutung haben werden. Es kommt nicht darauf an, jede API mit dem gleichen Tooling zu schreiben oder mit der gleichen Programmiersprache, sondern die Programmiersprache gemäß dem Use Case auszuwählen und vielleicht auch einfach alle zu mischen, sodass man eine gesunde API hinterher hat. Weil für den Client vorne ist ja nach wie vor nur eine, aber im Hintergrund aber Node.js, .NET, Java, von mir aus auch Python oder Ruby werkelt. Wenn jede Programmiersprache dafür eingesetzt wird, wofür sie geschaffen wurde, mit der man auch am besten klarkommt, sage ich mal, wenn man aus dem .NET-Umfeld kommt, macht es natürlich Sinn, eine .NET-API zu schreiben, anstatt eine Node-API, sage ich mal. Wenn man es richtig einsetzt und gut miteinander kombiniert, ich glaube, das ist so der Weg der Zukunft. Und wenn man den Begriff Microservices denkt, macht es natürlich auch deutlich einfacher, weil jeder kleine Service kann in einer Programmiersprache geschrieben werden, um genau einen bestimmten Use Case zu erfüllen. Okay. Und für welche Use Cases eignet sich denn Node.js besonders und für welche nicht? Also Node.js ist ja eben asynchron hauptsächlich, deswegen kann man damit sehr, sehr coole asynchrone APIs, zum Beispiel Realtime-APIs eben befüttern. Da eignet sich es besonders gut. Wo man Abstriche machen muss, es gibt Mittel und Wege, das zu umgehen zwar, ist aber trotzdem, wenn man sehr CPU-lastige Operationen macht, also zum Beispiel Analysen fährt oder dergleichen, das kann schon in Node.js schwierig werden, beziehungsweise ist manchmal auch nicht ganz möglich. Aber dafür ist es eben auch eigentlich nicht gedacht, sondern es ist eher eben kurze Request-Response-Zyklen abzufackeln und eben Realtime-Anwendungen zu gestalten. Mhm. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview und noch eine gute Zeit hier. Dankeschön. Dankeschön. Tschüssi.